Hallo Leute, ich bin Dizzy und ich zeige euch heute, wie ihr den Horoberg aus dem Spiel Orients and Blind Forest bewältigen könnt. Aber seid gewarnt, solltet ihr nicht die Definitive Edition von Ori haben, aber wollt trotzdem alles Sammelbare für die Trophäen mitnehmen, so solltet ihr das auf jeden Fall tun, bevor ihr den Horoberg betretet. Denn nur wenn ihr die Definitive Edition besitzt, dürft ihr den Berg nach dem Betreten auch wieder verlassen. Aber genug gelabert, dann lasst uns in den Horoberg gehen. Der Horoberg fordert alles von euch, was ihr gelernt habt. Zu Beginn bahnt ihr euch den Weg hauptsächlich mit der Fähigkeit Stoßen nach oben. Seid ihr oben angekommen, dann betretet ihr abwechselnd links und rechts Räume, in denen ihr kleine Aufgaben meistern müsst, um Lavaquellen zu schließen. So, der erste Raum oben links ist eigentlich schon einer der schwierigeren. Zuallererst müsst ihr einfach nur auf die andere Seite erstmal kommen. Das passiert ganz normal über einen Double Jump und dann über die Stoßenfähigkeit. Dann habt ihr hier diesen Schalter, aber davor würde ich euch noch empfehlen, einmal zu speichern. Ja, ansonsten betätigt ihr einfach den Schalter, geht gleich auf die Plattform, die dann kommt, wartet allerdings, bis sie einmal ganz links ist und haltet dann schon euren Supercharge auf, während ihr auf die Plattform lauft. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr relativ weit rechts auf der Plattform seid und dann auf die andere Plattform einfach raufspringt. Das kann ein bisschen Übung gebrauchen, kann sein, dass ihr es nicht beim ersten Mal hinbekommt, aber ich bin froh und mutig, dass ihr es schaffen werdet. Ansonsten halt oben links einfach noch den Schalter betätigen und dann geht auch schon die Lava weg. So, dann kommen wir zum zweiten Raum. Der ist ganz oben rechts, also genau gegenüber von dem ersten Raum. Um hier durch diesen Wald zu kommen, müsst ihr einfach nur dieses grüne Viech einmal mit der Stoßenfähigkeit gegen die Wand schleudern und dann geht sie auf. Im Raum selber bewegt ihr euch dann ein bisschen nach rechts. Passt allerdings auf, dass da dieser Stachel euch nicht trifft. Am besten ihr springt einmal mit dem Double Jump nochmal hoch. Hier auf der linken Seite ist dasselbe nochmal. Und falls ihr euch wundert, wo der letzte Mapstein ist, der ist hier auf der linken Seite. Ansonsten einfach immer weiter rechts, wieder mit der Stoßenfähigkeit ein bisschen weitergehen, die Attacke von dem Gegner hier benutzen, um nach oben rechts zu gelangen und dann noch einmal mit dem Supercharger hier auf die obere Plattform rauf. Dann benutzt ihr sein, um diesen Stein runterzuschleudern und habt damit auch schon eigentlich den zweiten Raum geschafft, auf jeden Fall den Hinweg. Für den Rückweg könnt ihr euch einfach auf den Stein hier unten raufstellen, den Supercharger benutzen und dann mit Kuros Feder einfach auf die andere Seite euch gleiten lassen. Das sollte an sich eigentlich passen. Dann müsst ihr einmal die Plattform von oben wieder runterholen. Passt auf, dass ihr euch nicht trifft. Und auf der rechten Seite eigentlich wieder genau dasselbe. Da würde ich euch empfehlen, einmal auf die rechte Wand euch abzustoßen, damit ihr ganz normal auf die Plattform kommt. Springt jetzt nicht zu früh nach links ab und benutzt dann einfach hier nochmal den Charger, um auf die Seite zu kommen. Damit haben wir den zweiten Raum geschafft. Gehen weiter zum dritten Raum. Hier nochmal kurz, wo man den Kahnstein benutzen kann. Und der nächste Raum wäre dann in der mittleren Ebene auf der linken Seite. So, der nächste Raum ist eigentlich recht easy. Ihr habt unten zwei Gegner, die ich, bevor ihr den Raum aktiviert, erstmal besiegen würde. Einmal dieses Wobbelding, das sich immer aufteilt und auf der linken Seite nochmal so ein Feuerspucker. Nachdem ihr die besiegt habt, könnt ihr den Schalter ganz normal betätigen. Dadurch rotiert dieses Laserteil. Dann würde ich, wenn ihr schon nach rechts lauft, schon den Supercharger aufladen, sodass ihr sofort auf dieses Laserteil raufkommt und dann mit Kuros Feder zu diesem Stein hier auf der linken Seite euch schweben lässt. Diesen lasst ihr einfach runterfallen. Ich würde hier kurz warten, bis der Laser einmal vorbei ist. Dann lasst ihr den, wie gesagt, runterfallen und schiebt den einfach ganz auf die rechte Seite. Um ganz sicher zu sein, würde ich hier aber trotzdem nochmal warten, damit der Laser einen halt nicht trifft. Und schlussendlich müsst ihr ihn einfach nur in dieses Lava-Bad hier reintun. Und damit habt ihr diesen Raum auch schon geschafft. Zum Schluss noch mit einem Supercharger wieder nach oben gehen. Und weiter zu Raum Nummer 4. In diesem Raum geht es darum, alle Gegner zu vernichten. Erstmal die hier am Anfang, dann müsst ihr ein bisschen warten. Und ich würde euch empfehlen, auf dem Weg nach oben rechts die Gegner noch nicht zu besiegen. Das heißt, ihr benutzt ihre Attacken, um nach oben zu gelangen. Allerdings so, dass ihr sie halt selber nicht trefft. Das ist mir jetzt nicht so perfekt passiert. Ich habe leider schon einen getötet, aber es sollte trotzdem noch funktionieren, auch wenn ihr einen oder zwei tötet. Auf jeden Fall erstmal nach ganz oben rechts. Da könntet ihr theoretisch auch nochmal speichern und dann auf dem Rückweg versucht ihr einfach alle Gegner mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.
Dazu benutzt ihr immer wieder Kurus Feder und halt die Stoßenfähigkeit. Ich habe mich hier relativ dumm angestellt. Das kriegt ihr bestimmt besser hin. Nachdem ihr alle Gegner besiegt habt, öffnet sich hier oben die lilane Tür und ihr könnt wieder den nächsten Schalter betätigen. Im nächsten Raum geht es um Geschwindigkeit. Ihr benutzt hier als allererstes mal die Stampfenfähigkeit. Dann müsst ihr so schnell es geht hier durchjumpen. Ich würde sogar die Stoßenfähigkeit benutzen, um hier relativ häufig nach oben zu kommen. Denn bevor sie die Plattform kaputt machen, ist die Stoßenfähigkeit auf jeden Fall eine bessere Alternative. Ansonsten geht es einfach nur darum, ganz oben zu kommen mit allen möglichen Mitteln. Hier müsst ihr dann noch einmal den Supercharger einsetzen. Und hier würde ich euch empfehlen, auch nochmal den Supercharger einzusetzen. Und sobald ihr oben seid, einmal speichern und wieder Sein aktivieren. Für den Rückweg habt ihr keine einzigen Plattformen mehr, deswegen werdet ihr Kurus Feder auf jeden Fall sehr viel benutzen müssen. Und ich würde euch auch empfehlen, wieder hier die Stoßattacke einzusetzen. Am besten hier nochmal den Double Jump. Nehmt auf jeden Fall auch so einen Gegner mit, die runterfallen. Die helfen euch auf jeden Fall, genügend Raum gut zu machen. Ansonsten hier nochmal mit dem Supercharger hoch. Und ihr habt es wieder mal geschafft. Ab zum nächsten Raum. Auch wieder ein meiner Meinung nach sehr einfacher Raum. Am besten ihr besiegt einfach erstmal die Gegner hier am Anfang. Und ihr werdet auf jeden Fall die Charger-Fähigkeit hier ein bisschen brauchen, aber alles halb so wild. Geht halt erstmal hier auf diese erste Plattform rauf. Und lasst euch dann mit dem Charger auf die andere Plattform rüber katapultieren. Hier braucht ihr den Charger nicht mehr, denn da würdet ihr euch wahrscheinlich töten. Also einfach mit dem Double Jump einfach einmal rüber. Die Kuro-Feder benutzen und wieder mit dem Charger auf die nächste Seite. Hier auch wieder mit dem Charger nach oben, den Gegner kurz töten. Und hier machen viele den Fehler, das habe ich schon oft gesehen, dass sie einfach auf die linke Wand wollen. Das muss man allerdings gar nicht machen, sondern man kann einfach runterlaufen und dann mit dem Double Jump rüber hüpfen. Hier genau dasselbe. Dann besiegt ihr noch kurz hier den Gegner und im nächsten Abschnitt geht es darum, dass ihr diesen Schalter hier aktiviert und dann an dieses Teil euch ranheftet. Da müsst ihr auf die rechte Seite am Anfang. Also Schalter aktivieren, ganz schnell auf die rechte Seite und dann ist das quasi wie ein Fahrstuhl, der nach oben fährt ganz langsam. Und dann müsst ihr jeweils, wenn ihr an dem Laser vorbei seid, erst rechts, dann links, dann wieder rechts, an diesen Lasern quasi dran vorbeigehen und diesen Fahrstuhl als Schild benutzen. Nachdem ihr das geschafft habt, einfach nochmal kurz den Gegner hier besiegen. Und vergesst nicht, andauernd zu springen, denn der Boden hier ist sehr heiß und würde euch verletzen. Dann habt ihr oben nochmal genau denselben Gegner. Und schiebt einfach diesen Stein noch zweimal runter und dann habt ihr diesen Raum quasi auch schon geschafft. Für den Rückweg springt ihr einfach hier runter. Die Laserdinger sind jetzt weg, also da müsst ihr keine Angst mehr haben. Hier könnt ihr auch einfach wieder die Doppeljump-Fähigkeit benutzen. Auch einfach wieder rüberlaufen und doppeljumpen. Den Gegner vernichten, während ihr noch an der Klippe hängt. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ihr könnt euch einfach mit Kurus Feder runtergleiten lassen. Am besten ihr lasst euch nicht von diesen Stachel treffen, so wie ich. Aber egal. So, kommen wir zum nächsten Raum. Hier geht es auf jeden Fall um Geschwindigkeit. Dieser ist auch wieder in zwei Teile untergliedert. Der Hinweg ist sehr einfach. Ihr benutzt einfach immer wieder die Stoßenfähigkeit, damit ihr ganz nach links kommt. Passt auf, dass ihr nicht von diesen Lavasäulen getroffen werdet. Und nutzt einfach alles, was euch in den Weg kommt,
zum Wegstoßen. Beim Schalter angekommen, betätigt ihr den natürlich. Und jetzt wird von links Lava kommen. Das heißt, auf dem Rückweg müsst ihr relativ schnell sein. Ich würde euch hier die Charger-Fähigkeit empfehlen, dann Double Jump, um quasi dann mit der Stoßenfähigkeit einfach die ganze Zeit, den ganzen Weg wieder nach rechts zu kommen, den ihr eben schon angeguckt habt. Sobald ihr das geschafft habt, wird die Lava weggehen und ihr habt den Weg nach unten freigeschalten. Hier wartet zunächst ein Gegner auf euch, den vernichtet ihr ganz normal. Und jetzt ist das Timing angefragt, denn wir haben hier einen Laser, der sich andauernd rotiert. Ich würde einfach in dem Moment losjumpen, wo der Laser die obere Plattform auf eurer Seite berührt. Auf dem Rückweg genau dasselbe, wenn der Laser oben links die Plattform berührt, dann losjumpen. Am besten ihr jumpt auf dieser Plattform ganz links auch nochmal, damit ihr euch nicht verletzt. Und sobald ihr auf der rechten Seite seid, nochmal an die rechte Plattform ran. Da würde ich mich sogar treffen lassen, weil der Laser trifft einen häufiger auch mal auf der unteren Plattform, wo man schon denkt, man ist sicher. Ja, habt ihr das geschafft, dann habt ihr auf den Raum geschafft und dann folgt nur noch ein weiterer Raum. In diesem ladet ihr eure Charge-Fähigkeit sofort, während ihr nach rechts lauft, schon auf. Geht auf die zweite Plattform, ladet eure Charge-Fähigkeit nochmal auf, sodass ihr euch hier oben vor dem Laser verstecken könnt. Sobald der Laser wieder weg ist, könnt ihr wieder eure Charge-Fähigkeit aufladen und nach hier oben rechts jumpen. Dann folgt die meiner Meinung nach blödste Stelle in diesem ganzen Horuberg, denn dieser Stein verarscht einen gerne mal. Wie dem auch sei. Ihr nehmt auf jeden Fall den Stein, zieht ihn auf die linke Seite, bringt ihn dann auf die zweite Plattform mit eurer Stoßfähigkeit, sodass ihr unten durchgehen könnt. Holt dann die Plattform auf die rechte Seite mit dem Schalter und platziert den Stein einfach wieder da drauf. Auch wieder mit der Stoßfähigkeit. Sobald ihr das geschafft habt, müsst ihr einfach den Stein noch auf die letzte Ebene bringen. Und sobald er da den Laser abschneidet, könnt ihr auch ganz normal unten durchgehen. Dann benutzt ihr wieder nur sein, nachdem ihr den Gegner hier vernichtet habt. Und habt damit auch den letzten Raum geschafft. Der Rückweg aus dem Raum sollte sich nicht als sonderlich schwer erweisen. Als nächstes müsst ihr nach ganz unten links. Hier angekommen warten ein paar Gegner auf euch, doch ihr müsst nur den einen Gegner, der aus dem Boden kommt, vernichten. Der lässt sich sehr leicht vernichten, wenn er zum Beispiel von einem seiner Kompagnons getroffen wird. Nachdem ihr besiegt habt, könnt ihr durch die lila Tür auf der rechten Seite und die anderen Gegner könnt ihr einfach links liegen lassen. Und somit habt ihr eigentlich den Horuberg schon geschafft und es kommt nur noch der ultimative Fight. Und wer hätte es gedacht? Es ist natürlich gegen Kuro. Durch den Horuberg solltet ihr jetzt genug Skill haben, um Kuro allein zu besiegen. Ich werde nicht kommentieren, wie man ihn besiegt. Ihr könnt euch das gerne angucken, wie ich es gemacht habe. Aber da gibt es tatsächlich auch mehrere Lösungswege. Und daher, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr diesem Video, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben gebt. Und vergesst nicht zu kommentieren, falls ihr irgendwelche guten Tipps oder Tricks für diesen Horuberg noch habt, dann könnte ich das eventuell nachtragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.